Das ist eine Bürstenhornblattwespe. Und man sollte sagen, man sieht es eben nicht so gut, aber an den Fühlern hat sie so kleine Haare, so wie Borsten. Das hat ihnen den Namen gegeben. Ja, und sie reinigt sich sehr exakt. Sehr gründlich, sorgfältig, langsam. Ja. Ja, hier sieht man vielleicht schon fast etwas. Ein bisschen, ja. Und diese hier? Einfach eine Wespe. Ich konnte sie nicht bestimmen, weil ich konnte das Gesicht nicht richtig sehen. Wespen kann man gut über die Zeichnung im Gesicht bestimmen. Ja. Und sie wollte uns nicht anlächeln, nein, oder? Nein, sie war interessiert an diesen Pollen. Und hier unser heutiger Star. Genau, ein gemeiner Grashüpfer. Sehr gemein. Das sind wir eigentlich sehr stolz, sehr schöne, sehr scharfe Aufnahmen. Man sieht auch gut, sie haben ganz unterschiedliche Färbungen. Ja, sie sind ganz unterschiedlich. Und so auch recht schwierig zu bestimmen. Ja, ich hoffe, ich habe alles gemeine Grashüpfer, aber vielleicht ist dazwischen manchmal ein anderer. Aber ein freundlicher Grashüpfer. Ja. Aber wirklich schöne Aufnahmen. Man findet sie fast überall. Ja. Achtung jetzt. Ja. Schön, wie diese Männchen das vorgeführt haben. Ja, ganz toll, die Musik, die sie machen. Vielleicht hat er sich im Objektiv gesehen. Und das hier, das ist jetzt ein Weibchen, das hat nur kurze Flügel. Ja, und sie sollte eigentlich nicht zirpen, oder? Ich denke nicht, aber ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube nur, die Männchen. Ja, die Männchen rufen die Weibchen, oder? Ja. So, und das ist unser Star. Das war ein kleiner Grashüpfer und wir haben ihn gebeten, dass er für uns ein paar Kunststücke vorführt. Ja, wir haben ihm eine große Gage versprochen. Ja, und Hollywood und roter Teppich und Oscar. Und Action. Und das Lustige war, Elisabeth hat immer gesagt, Action, und dann hat er etwas gemacht. Das war wirklich lustig. Ja. Das ist auch ein Weibchen. Ja. Nach dem Action kann sie uns ihr Hinterteil, die Beweglichkeit demonstrieren und ganz toll gemacht. Absoluter Star. Für Hollywood geeignet. Genau.
sehr gut gemacht. Ausgezeichnet. Also ein fantastischer Schauspieler, Schauspielerin, Entschuldigung. Ja, und es war heiß an diesem Tag. Ja. Action. Absolut perfekt versteckt. Wir sehen ihn also nicht mehr. Er hat das ganz gut gemacht. Oder sie. Also die Tarnung ist wahnsinnig gut. Du musst vorkommen. So sehen die nicht. Perfekt. Wir sind sehr froh, dass sie wieder hervorgekommen ist, sonst könnten wir sie ja nicht filmen, wenn sie so unsichtbar ist. Liebe Dame, das war ausgezeichnet. Genau. Ja, doch. Wir sind sehr, sehr, sehr zufrieden. Auch die Mimik ist grandios. Ja, ja. Ja, sie. Da kannst du wirklich laut Dankeschön sagen. Ja, absolut. Also. Perfekt. Perfekt. Absolut perfekt. Ja, sie ist auch sehr zufrieden. Sie lächelt, oder? Ja, ja. Ja. Ja, noch die Frisur richtig hübsch machen. Genau. Das ist jetzt für Hollywood, für den Oscar. Ja. Also, mit herzlichem Dank an die Schauspielerin. Und wir freuen uns auf Hollywood. Genau. Ja, diese hier hat einen sehr langen Legestachel hinten. Ne? Genau, eine Schlupfwespe. Ja. Und das ist der Legebohrer. Um die Eier abzulegen. Genau. Bei uns sollte es etwa 1500 Arten geben. Von den Schlupfwespen? Ja. Hoppla, das war die letzte, oder? Ja. Das ist die gemeine Waldschwebfliege. Die, man muss das präzise sagen, die hungrige gemeine. Ja. Relativ groß, 12 bis 18 mm. Und sie hat gerne Pollen. Und Nektar. Aber ihre Larven, die entwickeln sich in Nesten von Wespen oder Hummeln. Also sind Schmarotzer? Wie es nicht gesagt, sie ernähren sich nachher von Abfall und toten Tieren, aber vielleicht auch von der Brut ab und zu, weiß ich nicht. Ja, das wär's. Bis später. Bis dann.